Hallo zusammen, es ist Freitagabend, 17:48 Uhr. Und was haben wir denn heute überhaupt? Wir haben den 22. Oktober. Ich fand den Freitag ziemlich schlapp, muss ich sagen. Ich gehe ruhig mal hier schon gleich ein bisschen näher dran. Also das ist hier der Freitag, das ist heute, den fand ich ziemlich schlapp. Angst vor der eigenen Courage, das ist, glaube ich, das, womit man das hier betiteln kann. Ja, das würde ich auch machen. Wir haben mit diesen 15.604, wir haben es immer ganz kurz überboten, waren aber nicht wirklich mit der Stunde drüber. Da waren wir bei 15.608, aber sorry, 4 Punkte ist zu wenig. Das müssen 20, 30 Punkte sein. Und dann verließen sie ihn. Deswegen gelten die am Mittwoch genannten Punkte von 15.604, können wir jetzt von mir aus 15.610 sagen, und die 15.400, die gelten weiter. Das sind die beiden Make-or-Break-Punkte, die 100 Punkte nach oben oder 100 Punkte, na, wahrscheinlich eher 150 Punkte nach unten folgen lassen für die kurze Zeit. Was jetzt hier passiert auf Tagessicht, wir werden hier ein bisschen schlapper im MACD. Das heißt, die Linien kommen hier näher zusammen. Gefällt mir auch nicht so besonders. Und die Stochastik ist immer noch, sagen wir mal, in der Problemzone. Nennen wir es mal so. Wir sind jetzt ein bisschen weiter weg von der 200-Tage-Linie. Das ist in Ordnung. Also da muss ich gar nicht viel weiter zu sagen. 15.600, 610 und 15.400. Das sind die Punkte, an denen ich es festmache. Gucken wir mal ganz kurz, mache ich selten, oder glaube ich, habe ich es noch nie gemacht, mal ganz kurz über den großen Teich. Das ist der Dow. Jetzt im Moment um 17:50 Uhr, wenn der so schließt, ist das ein Shooting Star par excellence, und zwar vom All-Time-High. Das ist auch nicht gut. Und der kommt hier auch in die Problemzone rein. Na gut, was der Nasdaq gemacht hat, das habt ihr wahrscheinlich alles mitbekommen. Auch nicht schön. Ja, das ist keine schöne Kerze. Wir unterbieten die Tiefs der letzten Tage. Aber da ist ja noch Handel, also die können noch alles Mögliche rausholen. Gehen wir zurück zum DAX. Also ich werde vorsichtiger wieder. Wir schaffen es nicht. Ja, schaffen es nicht. Wie gesagt, Angst vor der eigenen Courage. Es gibt bei den Einzelwerten immer tolle Bewegungen. VW war so ein Ding diese Woche oder BMW. Aber der Index selbst, der ist irgendwie, der ist blockiert. Da ist nichts wirklich Positives, aber auch noch nicht wirklich Negatives. Das ist ein Non-Event. Ich gehe weiter in die Aktien rein. Ich habe trotzdem mal ein paar Scheine ausgesucht. Und zwar dieser hier, das ist der Call, 15.022. Da sind wir hier. Der liegt unterhalb der 200-Tage-Linie. Den kaufe ich aber erst dann, wenn wir die 15.610 rausnehmen. Also mit 15.620, 30, sowas auf einer Stundenbasis. Vorher nicht. Dann bin ich wahrscheinlich auch bereit einzunehmen, hier sowas, 15.250. Aber so weit ist es noch nicht. Dieser Schein hier, dieser Call hat die Kennnummer GX2H4C. Diesen Put hier. Den habe ich mir auf die Watchlist gesetzt. Das ist ein 15.985er. Das ist die GA3911V. Ich habe gesagt, dass die 15.400 für mich so eine kurzfristige Make-or-Break-Linie ist. Wenn wir da drunter gehen, auch mit 20, 25 Punkten in der Stundenkerze, kaufe ich den Put. Und der liegt zwar schon weit weg, aber ich muss ihn dann trotzdem stoppen, wenn wir über 15.730 sind. Ich weiß es nicht. Nochmal, Angst vor der eigenen Courage. Ich glaube, das ist es wirklich. Es gibt schönere Sachen als den DAX momentan, also den Index selbst. Ich wünsche euch trotzdem Happy Trading und fette Beute. Bye bye.